so dampft das Haar vielleicht, wenn man mit einem Styler arbeitet. Bei 100 Grad verdampft natürlich alles, was flüssig ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel, Also Beispiel, man würde jetzt durch den Regen laufen, ganz genau. kurz, und man wäre dann drin und es wäre eigentlich, das sieht trocken aus und man würde dann mit dem Styling-Tool drüber gehen, würde es sozusagen die Feuchtigkeit rausziehen, oder? Genau. Und oft ist auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel mit irgendeinem Produkt noch zusätzlich reingebe, da ist einfach die Flüssigkeit, die dann verdampft. Man soll natürlich nicht bei komplett nassem Haar mit dem Styler drüber gehen Ja, und und das trocken Dampfen ist ist wirklich an. nicht schlimm. Wie gesagt, kommt ja auch oft einfach teilweise wirklich nur davor, wo man wirklich das Produkt auch richtig pointiert sprüht, ne? Also als Beispiel, wenn man ganz viel Hitzeschutz jetzt reinhauen würde und man würde nicht ein bisschen warten, dann wäre es wahrscheinlich, würde es wahrscheinlich so das Szenario ergeben. Meines Erachtens soll man ein wenig warten, weil eben das Thema ist auch, das Produkt braucht ein wenig Zeit, bis im Haar auch drinnen ist. Das heißt, wenn ich es sofort quasi dann eben verwende, dann ist es eigentlich schlecht, sondern gut einarbeiten, Genau, dann passiert das Ganze auch genau. nicht.